Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus meiner Lieblingskategorie Brotaufstriche, die glücklich machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Brotaufstriche, und deswegen habe ich für euch heute einen Cashew-Paprika-Brotaufstrich vorbereitet. Und zwar aus unserem Lieblingsrezeptebuch Band 3, glaube ich. Sag ich jetzt einfach mal. Wenn es nicht stimmt, kann ja nachgucken. Ich habe es ja hier liegen. Es ist in der Tat aus unserem Lieblingsrezepte Band 2. So, da steht der Cashew-Paprika-Aufstrich drin. Wie der funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Wir brauchen 150 Gramm Cashew-Nüsse. Ich habe jetzt Bio-Cashew-Nüsse gekauft, die sind nicht gesalzen. Ihr könnt aber auch die gesalzenen nehmen, dann entfällt euch nämlich das Salzen. Ich habe jetzt 2 Esslöffel Salz dazu gemacht. Eine rote Paprika, die wir schon entkernt und in Stücke geschnitten haben. Der Deckel kommt drauf und das Ganze wird jetzt im Turbo-Modus 10 Sekunden zerkleinert. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich sowohl beim TM5 als auch beim TM6 echt nervt. Der Turbo geht maximal 2 Sekunden. Also muss ich jetzt 5-mal Turbo einschalten. Natürlich könnte ich das auch auf Stufe 10 machen, aber das ist ja dann nicht Sinn des Turbos. Also ich verstehe es nicht, aber ich mache das jetzt. 5-mal Turbo. Auf geht's. 2 3 4 5-mal Turbo. Wahnsinn, ich komme mir ein bisschen vor wie Graf Zahl aus der Sesamstraße, aber jetzt haben wir den Turbo 5-mal laufen lassen. Schieben das Ganze jetzt mit dem Spatel nach unten. Was für ein Püree. Der nächste Arbeitsschritt. Wir brauchen jeweils 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl und 2 Esslöffel Balsamico-Essig. Das fülle ich jetzt hier ein. So, und nun Frischkäse. 400 Gramm. Das kommt jetzt auch noch hier rein. Zack. En bloc. Das Ganze wird nun 15 bis 20 Sekunden bei Stufe 4 miteinander vermischt. Ich stelle mal erst 15 ein, schauen, ob es gereicht hat. Ich mache mal noch 5 Sekunden. Einfach so, weil da steht 15 bis 20 Sekunden. Schadet ja nichts. So. Und damit haben wir unseren Cashew-Paprika-Frischkäse-Aufstrich. Jetzt brauche ich nur noch ein Stück Brot. Das organisiere ich mir jetzt. Das ist ganz schön viel, was hier in dem Kessel gewesen ist. Ich denke aber auch, das kann man auch durchaus ein paar Tage im Kühlschrank lassen. Das hält sich auf jeden Fall eine Zeit lang. Also mindestens, denke ich mal, eine Woche. Ja, so je nachdem halt. Müsst ihr vielleicht auch ein bisschen nach dem Frischkäse gucken. Aber bei uns kommt das schnell weg. Noch ist es sehr flüssig. Ich glaube, wenn das im Kühlschrank war, wird das nochmal ein bisschen fester. Aber so kann ich mir das auch sehr gut als Dip vorstellen. Ich habe es jetzt nicht als Dip zubereitet, sondern mir einfach hier auf ein Stück Baguette drauf gemacht oder Flit, wie man ja auch hier in der Region sagt. Und probiere jetzt einfach mal. Ne? Nochmal schön angerichtet, so ein bisschen Schnittlauchöllchen drüber, noch ein paar Nüsschen dabei. Also sehr schönes kleines Canapé. Cool, kann ich nichts anderes zu sagen. Ich finde es sehr, sehr lecker. Cashewnüsse schmecken sehr gut raus. Auch die Paprika. Ich finde das total klasse. Ganz einfach, habt ihr ja gesehen, nicht viel Arbeit, wie eigentlich meistens bei unseren Rezepten hier. Gelingt zu 100% im Kesselchen. Leute, macht das nach. Ja? Und wenn es euch gefallen hat, was ihr nachgemacht habt, oder auch einfach nur, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach oben da lassen. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, genauso wie über eure Kommentare.
Wäre doch mal eine schöne Sache, wenn ihr mir in die Kommentare eure Lieblingsbrotaufstriche schreibt, dann koche ich die vielleicht sogar hier mal nach. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.